Das wissen die wenigsten, aber ich bin Mann der Wissenschaft, also Sprachwissenschaft natürlich. Also ich bin Spracherfinder. Zum Beispiel habe ich diverse Buchstaben erfunden. Also vielleicht kennt ihr den Buchstaben. Der ist von mir. Außerdem erfinde ich ganz gerne neue literarische Genre. Eins davon möchte ich hier nun abschließend vorstellen. Es handelt sich um die sogenannte Vokaltragödie. Also die Vokaltragödie ist eine Weiterentwicklung des Vokalgedichts. Vokalgedichte kennt ihr vielleicht. Also das berühmteste Vokalgedicht in deutscher Sprache stammt vermutlich von Ernst Jandl und trägt den Titel Ottos Mops. Also kennt man vielleicht, kommt nur der Vokal O drin vor. Ganz viele Kollegen von mir haben auch tolle Vokalgedichte geschrieben. Man denke an den großartigen Sebastian 23, der hat ein Vokalgedicht über Iris geschrieben, kommt nur der Vokal I drin vor. Elias Hirschl aus Österreich hat ein Vokalgedicht über Anna geschrieben. Ich verrate jetzt mal nicht, welcher Vokal drin vorkommt. Hört es euch an, es ist irre. Und ich habe das Vokalgedicht, wie gesagt, weiterentwickelt und auf die nächste evolutionäre Stufe gebracht, indem ich alle 5 Vokale der deutschen Sprache in dieses Gedicht integriert habe. Ja, danke. Ich hab sogar noch einen draufgesetzt. Also da sind nicht nur alle Vokale drin, da sind auch alle Diphthonge drin. Also ei, oi, au, also da wegsprachlich zusammen, was zusammengehört, sage ich. So, der Text trägt den Titel Die Vokaltragödie von Anna, Elke, Iris, Otto und Ulf. Prolog. Es gibt so ein altes chinesisches Sprichwort, das da lautet Zhang Zi Dong Ku Bu Dong Shu, was übersetzt so viel bedeutet wie der Edle bewegt den Mund, nicht die Hände. Sinngemäß soll man also einen Streit immer mit Worten und niemals mit den Fäusten führen. Eine Empfehlung, der so trivial sie auf den ersten Blick auch scheinen mag, auch in einer vermeintlich hochzivilisierten Gesellschaft wie der unseren, doch viel seltener Folge geleistet wird, als man zu glauben vermag. So hätte man auch im folgend geschilderten Konflikt nie auf solch entsetzliche Art und Weise die Hände bewegen müssen, hätte man nur richtig und rechtzeitig den Mund bewegt. Denn obwohl sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines großen und bedeutenden Gipfeltreffens dieselbe Sprache sprachen, redeten sie zugleich in völlig verfremdeten Zungen. Aber seht selbst. Am Anfang, sprach Anna langsam, stand das Land wahrhaft glanzhaft, ja fast apart da. Was danach kam, war Abfuck. Das Jahr danach war allsamt Kaka. Anna las am Quartalszahl-Almanach-Anhang nach. Da, sprach Anna, Talfahrt am Absatzmarkt, was ganz klar daran lag, dass man gar halb gar am Standardmaßstab lang schwamm. Na, dass man da falsch lag, war ja ahnbar. Nee, entgegnete Elke erregt, der Sprech der ehrenwerten Gelehrten entbehrt jedweder Belege. Ekelerregend, welch verheerende Beschwerden den Experten beschert werden. Welcher Feldtest belegt in eben verlesenes Gerede? Den verehrten Herren geht es schlecht, den fettschleckenden Chefs fehlt Geld, welch verqueres Gezeter, es regnete Geld, verwertete der Geldgeber den bescherten Segen. Nee, 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 wer leeres Gerede entsendet, der erntet entsprechend eine gepflegte Schelle. Die tickt nicht richtig, spie Iris giftig. Bitch, fick dich. Es tut mir wirklich leid. Also, Iris ist völlig außer Rand und Band. Ich entschuldige mich in aller Höflichkeit. Auch noch Aufzeichnung, meine Güte. Iris ist nicht wirklich intrinsisch drin im Teambuilding. Sie wies die Philistin ziemlich fies in die Knie. Hier wird intrigiert, schrie Iris. Ich bin pikiert. Ich spiele ihr Spiel nicht mit. Wir sind infiltriert. Die Hippies hier sind nicht richtig im Hirn. Links infiziert sind die. Richtig schlimm links infiziert. Die gitte, gitte, gitt. Och, trotzt Otto monoton, stopp doch solch Monolog. Ottos Motto, wo so doll Zoff droht, rollt Otto dop. Schon hob Otto sorglos Ottos Bonkopf hoch. Du Hund, brummt Ulf wutdurchfurcht, Unfug, Schund, Lug und Trug, durch und durch dumm und stur, Ulf flucht rum. Ulf durchfuhr Unmut. Mach mal langsam, mahnt Anna. Anna hat das Drama langsam satt. Anklang an Annas Rat war rar.
Ich piss dir ins Hirn, schrie Iris. Furchtbare Figur, es tut mir wirklich leid. Otto zog Stoff. Otto flog wortlos fort. Du Schuft, ruft Ulf, suchst du Tumult? Ulf spuckt rum. Dies Meeting ist irrsinnig, gilft Iris. Ich schick die Hillbillys hier in die Klinik. Anna tat das als Blabla ab. Papalapap, Madame, sagt Anna, mach mal halblang wahr Anstand. Iris liegt die Kritik nicht richtig. Iris biss sie. Da sagt Anna, ah. Das war einfach. Seht, entgegnet Elke erregt, der geknechtete Mensch sprengt den Knebel des Gesetzgebers. Es lebe der Weg der Gerechten. Iris stieß sie, bis sie hinfiel. Wow, tont Otto. Come on, ho. YOLO. Go slow. Smoke some homegrown dro. Iris kickt ihn. Iris kickt ihn schlimm. Iris Knie trifft ihn ziemlich fies im Glied. Otto glotzt doof. Ottos Kopf rot. Otto rotzt. Otto kotzt. Nun huscht Ulfs Fuß rum. Ulfs Kung-Fu-Move durchschlug Stuhl, Pult und Kuckucksuhr. Bis Iris ihn killt. Herrje, stellt Elke entsetzt fest. Wehret den Schlechten. Es entbehrt jeden rechten Denkens, wenn der Mensch den Menschen verletzt. So, und jetzt erreicht die Tragödie so langsam ihren Höhepunkt und der Konflikt breitet sich auf weitere Parteien aus. Achtung. Zeitgleich schneit kein Stein, schmeißt weit ein Zweitstreit rein. Deutschleut, freut euch, keucht Roy. Zeugt euch heut neu. Bei, ei, wei, wei, schreit Mike. Dein Steinzeit-Zeitgeist meint ein Scheiß. Mein Fleisch eint dein Scheinreich, kein Streichweit. Kein Schwein leigt dein Einheitsbrei. Geistreich sein heißt Freiheit schreien. Nein heißt nein, Feind bleibt Feind. Mike schneit, scheiß tight. Sau! Schnaubt Klaus laut. Klaus haut Pauls Frau aufs Maul. Paul staunt. Au, 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 jault Pauls Frau. Auch Pauls Frau braust auf. Rauch taucht auf aus Pauls Fraus Haupt. Pauls Frau staucht Klaus Bauch blau. Auch Klaus staunt. Wow. Macht Halt, klagt da Anna, schlagt Alarm. Straftat nach Paragraph 8a. Ja, Amtsapparat kann Anna. Da traf Anna was hart am Arm. Annas Arm brach. Anna starb. Alles gut, Leute. Ne? Also ich habe den Text nur erfunden. Es ist nicht wirklich was passiert. Es gibt keine Anna. Es ist okay. Aber schön, schön, dass ihr so empathisch seid. Wo gibt's das heute noch? Ja, keine Ahnung. Es geht auch weiter. Schreck, stellt Elke entsetzt fest. Es endet jetzt. Betet eh der fechtenden Menschen Seelen Eden betreten. Elke rennt weg. Elke rennt nebst des Schwefelkessels weg, welcher neben dem Tresen brennt. Der brennende Schwefelkessel sprengt Elke weg. Elke verendet zerfetzt neben dem Fensterbrett. Ich habe nur gesagt, dass es weitergeht, ne? Nicht, dass es besser wird. Im Gegenteil. Iris schießt. Iris schielt. Iris schießt schief. Iris trifft sich mittig in die Stirn. Iris Hirn spritzt ins Nichts, bis sie stirbt. So. Doktor, Doktor, oh Gott, so komm doch. Ottos Kopf pocht noch. Schrotstoß, plopp, Kopfloch. Kopfloch rot. Ihr seid fantastisch. Moment, Moment, gleich haben wir es, gleich haben wir es, gleich haben wir es. Moment. So, einer fehlt nämlich noch. Ulf, genau. Ulf zuckt rum. Ulfs Blut suppt um Ulf und um Ulm und um Ulf rum. Ja, man muss sich einfach zu helfen wissen.
So, und jetzt, jetzt kommen wir zum großen Finale der Tragödie mitsamt antikem Chor und allem drum und dran. Achtung. Du cum du puluzu, juvus ustundus. Und drei Chinesen mit einem Kontrabass antworten. Dankeschön.